Wir haben in Belgien an einem wunderschönen Ort, in einem Haus, was wir für uns alleine haben, einen Retreat gemacht. Das Ganze stand unter dem Motto Kreativität und Ausdruck. Wir sind hier 5 Tage zusammengekommen mit einer kleinen Gruppe und haben uns dem hingegeben. Wir haben geatmet, wir haben getanzt, wir haben mit Farben uns ausgedrückt. Uns ist es wichtig, einen Rahmen zu kreieren und zu schaffen, der sicher ist. Was bedeutet sicher? Bedeutet, dass du in jedem Moment das Gefühl hast, wenn etwas passiert, womit du nicht klarkommst, auf Deutsch gesagt, dass wir da sind und das halten können oder dich durchleiten können oder einfach nur mit dir sind, aber dass du das Gefühl hast, du kannst komplett loslassen, dich komplett frei mit dem fließen, was kommt. Für mich haben sich hier Räume geöffnet. Euer Team hat es scheinbar sehr mühelos und spielerisch geschafft, ohne Verbissen oder einem dogmatischen Regelwerk zu entsprechen. Also zumindest für die Teilnehmer hat es nicht so gewirkt. Und in diesen Räumen konnte passieren, was passieren darf, sollte. Ein bisschen alles kann, nichts muss. Und das fand ich eine sehr schöne Atmosphäre, weil es einfach jeder konnte dem folgen, was er als wichtig empfunden hat, was dran war für denjenigen. Und man wurde einfach geführt im Sinne von nicht mach jetzt das, sondern geführt im Sinne, wenn du das machen möchtest, dann sind wir da. Sehr viel Tiefe und Ruhe, Begegnungen mit mir selber, meiner Essenz. Das Einssein hier, das Gefühl des Einsseins, ist hier nicht zu übertreffen gewesen. Ja, wie Zauberinnen und Zauberer, Menschen, die einfach durch sich durch eine Kraft wirken lassen, die das Gute will, die Heilung möchte und Verbundenheit, Heilung für die Menschen und für die Erde. Eigentlich war einfach der Impuls, das zu nutzen, um mir diese Zeit zu schenken, um mir ein Geschenk, um mir selber ein Geschenk zu machen. Und es ist Raum für alles da. Genau. Und jetzt geht es eben einfach darum, diese Erkenntnisse auch mit in den Alltag zu nehmen und das zu schaffen. Und das war auch ein Grund, warum ich dieses Retreat so interessant fand, weil ihr jetzt eben sagt, wir lassen euch nicht allein, ihr geht hier nicht raus und müsst dann zusehen, wie ihr alles verarbeitet und wie ihr damit klarkommt, sondern dass ihr das einfach so sanft auch ausleitet und begleitet im Sinne von, hey, wir sind für dich da und wir geben dir noch Impulse, wir erinnern dich und du gehst hier nicht, du machst hier nicht die Tür zu und es ist alles buff, weg. Genau.